Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Herzlich willkommen zur 10-Euro-Überraschungsshow. Hier gibt es echte Schnäppchen für jeweils 10 Euro. Das sind wirklich Highlights dabei. Was es genau ist, können wir nicht sagen. Wir wissen nur, dass es Produkte sind, die bis kurz vor der Sendung noch viel, viel mehr gekostet haben. Kleine Regel gibt es hier. Sie dürfen maximal 5 Stück pro Besteller bestellen. Ansonsten gibt es keine Regel. Ja, und wir legen gleich los. Da mit dem Knopf kommt gleich Diana rein und bringt das erste Schnäppchen. Und da ist sie schon. Sehr elegant siehst du aus, Diana. Danke dir. Du auch. Danke. Du auch, Anne. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, wie schön. Oh. Eine 14:1 Körperanalysewaage aus Glas mit Bluetooth-App und Nutzererkennung. Das heißt, diese Waage wiegt sie nicht nur, sondern ich guck mal, was sie alles macht hier. Die macht Körpergewicht, BMI, also den Body Mass Index, also das Fett zur Körperverhältnis, den Körperfettanteil, das fettfreie Körpergewicht, das Unterhautfettgewebe, viszerales Fett, was ist das denn? Körperwasser, Skelettmuskelverhältnis, Muskelmasse, Knochenmasse, Proteinhaushalt und BMR, das ist der Ruheenergiebedarf und das biologische Alter. Diese ganzen Funktionen kriegen Sie hier auf dieser tollen Waage. Die sieht auch sehr schick aus, ist super flach, die kann man einfach mal eben unter den Badezimmerschrank schieben, wenn man sie nicht mehr sehen will. Und dann sich eben diese ganzen Werte geben lassen. Ist ja ich weiß nicht auch nicht, was viszerales Fett ist. Das ist Fett, welches... Unterbauchfett. Nein, das ist Fett, welches hängt an zum Beispiel Leber, auf Herz, also... Ach wie so. Heißt das? Alles, was haben wir drin? Die Organe? Ja, das Fett, was... Was drumherum ist. Mhm. Die Fettschicht drumherum, ja. Das ist viszerales Fett. Aber das ist echt interessant. Ja, was ja, man ja, alles aber lesen kann. Ich wusste nicht, dass man das analysieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wissen, ja. Eben für, dass man gesund bleibt. Aber eben auch Gewicht ist ja nicht alles. Also man kann ja, ja, wenn man, es gibt ja viele Leute, die machen ganz viel Sport und nehmen zu, obwohl sie ihre Hosengröße und alles niedrig kleiner wird, weil halt Muskel aufgebaut werden und Muskeln sind schwerer als Fett. Was ja. lachst du so, Diana? Das sage ich mir immer, wenn ich sagen wir meine neue Hose passt nicht. Ich sage, das ist alles Muskulatur. Und? Schwere Knochen, ne? Genau. Das ist natürlich wirklich wichtig. Also viele haben ja das Ziel, ein bisschen mehr Sport zu machen. Und dann kommt immer so der Schockmoment. Man stellt sich auf die Waage und stellt fest, ey, da passiert ja gar nichts. Mhm. Aber deswegen, Körpergewicht ist einfach eine Zahl. Er sollte jetzt nicht so wichtig sein. Ich finde Körper... Oder Fettanteil, Wasseranteil, Muskelmasse ist viel, viel wichtiger und entscheidender. Ja, also wie gesagt, lassen Sie sich da nicht verunsichern. Und ich finde die auch besonders schick. Also die sieht aus wie so eine Fliese, ne? Der Messbereich ist übrigens bis 180 Kilo. Das ist auch immer wichtig. Gerade wenn Sie in dem Bereich sind, sagen wir mal 120 plus, da manche Wagen sagen da schon, nee, will ich nicht mehr oder gehen kaputt. Die hier geht bis 180 Kilo. Wow. Und mit diesen ganzen Werten, das ist ja auch motivierend, ne? wenn man seine Werte beobachtet und dann sieht man eben über die Zeit, dass der BMI runtergeht, dass der Fettanteil runtergeht. Und das geht hier mit für die ganze Familie. Da kann man also diverse Nutzerprofile anlegen. Ah. Und tatsächlich auch mit der App wird das alles getrackt, was man da gemacht hat. Also wird ein Logbuch gehalten. Die Bestellnummer hierfür ist die NC7734569. Ich kenne keine Waage, die diese ganzen Funktionen hat. Und die ist jetzt hier für 10 Euro, können Sie auch mehrfach bestellen. Ist auch ein schönes Geschenk. NC7734569 ist die Bestellnummer für unsere 14:1 Körperwaage. Was alles gibt, ne? Ja, es ist super. Also vor allem für den Preis. Ich weiß, dass solche Wagen unfassbar teuer sind normalerweise. Ja. Gibt es auch eine Apotheke und Glas. Da kosten die, glaube ich, 50, 60 Euro. Vielen Dank. Bitte dich. Ich wurde gewarnt, es ist Glas drin. Oh, auch da hatte ich schon mal einen Unfall diese Woche. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Ich habe die auch noch nie gesehen. Wow. Sehen das aber sehr hübsch aus. Das sind mundgeblasene LED-Glasornamente in dieser Tropfenform und Überraschung für... 10 Euro bekommen Sie 2 Stück. Ach nee. Doch. Wow, hier habe ich ein, das ist Engel oder? Ein kleiner Engel. Ja? Was hast du? Nein, ich habe auch den Engel. Ich glaube, das sind beides die gleichen. Dann das ist Schneemann, ja? Das ist was? Schneemann.
Ach, du hast einen Schneemann? Ich habe einen Engel. Das ist ein Zweier-Set, das sind so Ornamente. Also du hast Engel und ich habe Schneemann. Zeig mal deins. Ja, ich habe keine anders, genau. Flüge. Ich habe einen Engel mit Heiligenschein. Ah, das ist ja super süß, ne? Und vor allen Dingen ist es mundgeblasen. Also gerade so, ich weiß nicht, ob Sie auf dem Weihnachtsmarkt mal handgefertigte oder mundgeblasene Weihnachtskugeln gekauft haben. Die sind so teuer, da denkst du, Wahnsinn. Aber klar, da steckt natürlich auch sehr viel Zeit dahinter. Und die sind jetzt mundgeblasen, die sind super süß, weil die haben nicht nur einen süßen Schneemann und Engel in der Mitte des Tropfens. Das finde ich auch übrigens sehr schön. Das ist keine Kugelform, sondern eine Tropfenform. Sondern die haben diese kleinen LEDs noch integriert. Du kannst es hinhängen, du kannst es aber auch auf eine Festtafel stellen, so hinstellen, genau. Ach, guck mal, ja, der hat ja Füße und dann kann er stehen hier. Und das ist eine Glasfigur in einer Glaskugel. Wunderschön. Super schick, richtig elegant. Haben wir übrigens auch ganz viele Kundenstimmen von Kasimir aus Brandenburg. Er schreibt, die Glasornamente sind wirklich sehr hochwertig verarbeitet und lassen sich sowohl hängend als auch stehend wunderbar dekorieren. Für den Preis auf jeden Fall empfehlenswert. Ebenfalls super, dass die Batterien direkt mitgeliefert werden. Ach, das ist ja super, ja, wow. Das ist natürlich toll. Und der Kurt aus Quedlinburg schreibt, gutes Geschenk für die Weihnachtszeit als Dekoration, hervorragend, passt zu alter wie moderner Dekoration. Da hat er natürlich recht. Ja, das ist ja ganz im Trend, diese Craft-Weihnachtskugeln aufzuhängen. Das ist also handgemacht, diese Kugeln. Sehr, sehr hübsch und liebevoll gemacht und sehen sehr elegant und schick aus und bringen auch wieder diese tolle Weihnachtsatmosphäre, die wir alle so lieben. Die Bestellnummer ist die NC6187 und die 569. Greifen Sie jetzt zu. Es lohnt sich hier definitiv. Also das ist natürlich ein Highlight. Sag mal, was Schönes zum Wichteln oder so Nikolausgeschenk, ne? Ja, Sie kriegen ja zwei auch noch, ne? Da können Sie so also tatsächlich auch fünfmal bestellen. Dann haben Sie 10 dieser Kugeln, kannst den ganzen Weihnachtsbaum damit schmücken. Und dann leuchtet der. Möchtest du den Basser haben? Ich mache weiter hier mit dem nächsten Produkt. Diana, komm und zeig uns, was es jetzt gibt. Das ist was zum... Putzen. Zum Putzen. Oh, das ist ja cool. Guck mal, das hat diesen Fast-Swap. Kennst du den? Was? Fast-Swap-Funktion, kennst du das? Fast. Was für eine Funktion? Easy-Swap. Easy-Swap. So heißt das. Nee, also, Fast-Swap. Hier steht Fast-Swap. Wurst. Es ist richtig cool. Wurst. Weil du hast hier nämlich zwei Seiten und du kannst dann mit dem Boden wischen und polieren, ohne das Tuch anfassen zu müssen, sondern genau. Du, zack. Ja, genau. Ganz easy. Wow, das ist echt easy. Zack. Wie Wurst. Und du hast gleichzeitig den Wassertank integriert und damit... Am besten nicht auf dem Teppichboden. Und damit kannst du dann eben nicht nur trocken nachwischen, sondern eben auch feucht. Du kannst auch ein bisschen Bodenreiniger hinzufügen. Also das ist ganz, ganz toll. Gerade wenn du eh schon wenig Platz hast, weil das ist ja Wassereimer und Wischmoppen einen. Ne? Du brauchst keinen Wassereimer mehr. Das finde ich so toll. Das heißt, gerade wenn es mal schnell gehen muss, was heißt, wenn der Hund mit schmutzigen Pfoten reingekommen ist oder... Mag man gar nicht vorlesen hier. Bernd aus Magdeburg schreibt, mit diesem Gerät wischt sogar der pubertäre Sohn freiwillig sofort, wenn er gekleckert hat. Wir haben aber auch komische Kundenstimmen. Ne? Das ist halt, sehen Sie mal, wie das blank das wird, wo Diana da gewischt hat. Das glänzt richtig. Kann man sich richtig drin sehen. Und durch diese Fast-Swap-Funktionalität kann man halt polieren und wischen. Hat den Wassereimer immer gleich dabei. Das Wischtuch ist auch waschbar, lese ich hier gerade. Tatsächlich. Ja. Eimer schleppen war gestern, steht hier. Wischwassertank und mit fast 700 mm. Damit bekommen Sie auch große Bodenflächen in einem Wisch sauber. Diana macht schon die Kamera sauber hier. Das Bild wird jetzt richtig sauber, sehe ich gerade. Und damit kommt man in alle Ecken. Also es ist ganz normal wie so ein Bodenwischer. Und hier eben alles zusammen mit dem Wassertank. Tolle Sache hier. 90% der Käufer urteilen übrigens 5 Sterne hier. Sehen wir Tiefkaufempfehlung, sehr preiswert und sehr leicht bedienbar. Ja, dem kann man nur zustimmen, oder? Guck mal, wie leicht der auch ist, ne? Nimmt er aber auf die Schulter. Ja. Und der tropft nicht. Nimm das mal nicht auf die leichte Schulter, du. Wir schauen mal auf pearl.de, was er da kostet. Da kostet er 19 Euro. Heute sparen Sie 50%, weil Sie die 10-Euro-Show sehen. Ein super Putz.
Hilfsmittel hier. Unser Nass-Trocken-Bodenwischer mit Sprühfunktion hat die Bestellnummer NX6247569. Gerne auch natürlich zum Verschenken, wenn Ihre Kinder irgendwo studieren. Das macht das Leben leichter, sowas. Aber auch für Sie selber, weil man den einfach mal schnell rausholt und Flecken, die kurzfristig entstehen, damit wegmachen kann. Also bisher nur tolle Produkte. Ja. Ne, die Glaskugeln, unser Wischmopp, super. Wir hatten noch nichts Elektrisches, oder? Kommt noch. Wir sind ja noch recht am Anfang, oder? Was war das erste Produkt nochmal? Ah, das waren die Glaskugeln? Ah, das waren die Glaskugeln? Ich glaube, es waren die Glaskugeln. Nein, das erste Produkt war Wagen. Ah, das sind nur geile Produkte heute dabei. Wahnsinn. Anne. Du darfst sagt man es nicht im Fernsehen. Sagen. Ich finde einfach... Nein, okay. Geil ist nochmal, das ist die Steigerung zu sehen. Ich habe Deutsch gelernt, jeder sagt, das ist schlecht. Nein, das ist nicht schlecht. Du sagst immer, nee, sagt man nicht. Das sag ich immer. Nee, ja, sagt ich sage man nicht. Ja. Das heißt, nein, sage ja. Nein, du sagst nee. Ja, ist ja nicht das gleiche wie nee. Nee, ja. Nee, ist wie nein. Aber wissen Sie, was wir noch Schönes haben? Eine Dreifach-Steckdosenleiste mit Klemmbefestigung. Jack! Und das ist was ganz Tolles für Arbeiten in und rund ums Haus. Denn hiermit klemmen Sie die Steckdosenleiste zum Beispiel an Ihre Arbeitsplatte oder an der Leiter fest. Und schon haben Sie Strom für bis zu 3 Geräte gleichzeitig. Hier sehen wir mal, wie das angebracht wird. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt auf der Leiter sind, für die Bohrmaschine, Stichsäge, ja. Arbeitslicht. Du hast es immer cool. In Griffweite, ne? Super. Eine Leiter ist natürlich da. Ich habe natürlich auch zuerst mal an Schreibtisch oder Arbeitsplatte gedacht, weil da möchte man nicht so eine Steckdosenleiste drauf rumliegen haben. Muss man aber, weil man hat ja, Drucker, diverse machen. Ladekabel, Ladestecker, alles Mögliche immer auf dem Schreibtisch. Und die hier lässt sich ganz elegant anbringen am Schreibtisch, aber eben auch auf einer Leiter, wenn man mal was bohren muss oder elektrisches Werkzeug nimmt, hat man die Steckdose hier einfach dabei. Ich finde das total klasse. Und die hält richtig fest, Diana, ne? Ja, cool. Ja, das ist ja auch nicht für Menschen gedacht. Guck mal, ist doch echt praktisch. Vor allen Dingen, du musst nicht überall jetzt zum Beispiel, du kannst das wenn haben. Normalerweise hast du so eine Mehrfachsteckdosenleiste unterm Schreibtisch liegen. Mhm. Das heißt, du musst immer runterkrabbeln. Hier hast du alles in Griffweite, ne? Ja. Und ich habe noch ein paar Kundenstimmen, nämlich von Martin aus Lausnitz. Er schreibt, Steckdose kann an Leiter oder an Baumästen angeklemmt werden. Dadurch ist ein viel handlicheres Arbeiten möglich. Da hat er natürlich recht. Ja, das ist eben, das hatte ich überhaupt nicht dran gedacht, dass man das eben auch an Leitern anbringen kann. So originell, ja. Praktisch und echt, ich habe noch nie praktisch gesehen. Originell und schick und hat auch ein langes Kabel dran. Super Innovation wieder. Versuchen Sie sowas mal irgendwo zu kaufen. Nur bei Pearl gibt es diese innovativen elektrischen Sachen. PX2391 und die 569 ist die Bestellnummer für unsere Dreifachsteckdosen. Heißt aber nicht für irgendwo zum Hinlegen, sondern zum Befestigen. Eine Klemmhalterung, eine Klemmvorrichtung ist hier vorgesehen. Also für 10 Euro natürlich ein super Preis. Ja, und die hält richtig fest. Das ist richtig mit Federn, die richtig stark sind. Da kann man auch mal richtig was reinstecken, ohne dass es gleich runterrutscht. Finde ich toll, super stabil. Wir machen weiter. Preisalarm. Der Preisalarm. Preisalarm bedeutet, hier haben wir ein Kontingent von einem Produkt, was normalerweise viel mehr kostet. Aber wir haben nur ein kleines Kontingent, wollen es so vielen möglichen Leuten wie Ihnen möglich machen, das zu bestellen. Deswegen bitte nur einmal pro Bestellung. Ja, mit Solarfunktion. Es ist eine 2-in-1 Solar-Powerbank mit Campingleuchte. Wow. Und das ist Licht oder was? Ja, Arbeitsleuchte? Guck nicht rein, das ist richtig, richtig hell. 240 Lumen. 240 Lumen. Das ist ein richtiger Scheinwerfer. Guck nicht rein, wenn du es anmachst. Und sie hat 11.000 Milliampere-Stunden. 11.000. Hat eine Taschenlampe dran, sehen wir da oben noch. Aber gerade dieser Leuchter, dieser Scheinwerfer ist unglaublich stark. Ich glaube, lange drauf drücken vielleicht oder doppelt. Ah. Ja. 20 oh LEDs. Oh mein Gott. Das ist wie unsere Scheinwerfer so hier im Studio, ne? Boah. Und kann man im Licht baden. Also das ist natürlich auch ein schönes Arbeitslicht mal, ne? Wenn man mal zum Beispiel den Motorraum vom Auto aus leuchten möchte, wenn man eine Panne hat oder so, dass man einfach mal schaut. Na, und ein Powerpack oder Powerbank braucht ja eh jeder heutzutage, weil das Handy ja der ständige Begleiter ist. Hm. Was hat die für eine Leistung, die Powerbank? 11.000 Milliampere. Das ist natürlich krass. Können Sie Ihr Handy richtig lange
oft mit Laden. So ein normales Handy hat so, also ein modernes hat, glaube ich, 2000 Milliampere-Stunden. Das heißt, Sie können es fünfmal laden damit. Oder stimmt, einmal ist es geladen, wenn du es hast, und dann noch fünfmal nachladen. Ja, also fünfeinhalb Mal. Aber 11 oder 12? 11.000 Milliampere-Stunden. Fünfeinhalb. Fünfeinhalb Mal kann man es nachladen. Ja, so ein Powerbank muss jeder haben. Für 10 Euro eine 11.000 mAh Powerbank ist der Hammer. Und dann bekommen Sie noch diese tolle Leuchte dazu. Ist ja auch oft so jetzt gerade, wenn man nach Hause kommt von der Arbeit und will noch irgendwas im Haus machen, wo man die Sicherungen rausdrehen muss, kann man hiermit dann tatsächlich noch Licht haben. Wie so eine Blinkfunktion hat es auch noch. Das heißt, auch wenn man mal irgendwo, was weiß ich, eine Autopanne hat, kann man damit sein Auto noch absichern. Das scheint richtig hell und weit. Wir schauen mal auf Pearl.de, was es da kostet. Da kostet es wie viel? 23 Euro. Das ist schon günstig. Sie sparen 13 Euro heute, aber nur in den nächsten 2 Stunden. Also wenn Sie was sehen, rufen Sie an 0800 51 51 und dreimal die 4. Gebührenfrei können Sie ganz oft anrufen, kostet keinen Cent, und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Wir sammeln alles für den ganzen Tag über und dann berechnen wir nur einmal Versandkosten. Die Bestellnummer, muss ich noch sagen, ist die PX1927569. PX1927569. Preisalarm nur einmal bestellen. Ein gelbes Paket. Gelb und schwarz, wie eine Biene. Gelb und schwarz. Eine kleine Honigbiene. Boah. Die alle? Wow. Ach nee. Das sind wie viele sind das? Das kann nicht sein. Als Salatbox nutzen wir immer, ne? Ja, ich habe heute von diesen Frischhaltedosen gegessen. Und die sind sogar BPA-frei. Wow, das heißt 4 Boxen, 4 Deckel in das unterschiedlichsten Größen und sogar Formen. Und die sind sogar für die Mikrowelle geeignet, weil die haben oben so ein Ventil. Das heißt, wenn du die in der Mikrowelle warm machst, machst du das Ventil einfach auf. Oh, sogar die Runden für Aufschnitt ist auch dabei. Super für so Mortadella oder so, ne? Ja, und das für Suppe, du kannst ja alles mitmachen. Nein, das sind 8 Frischhaltedosen, nicht 4 Frischhaltedosen. Boah, das ist ein 16-teiliges Set. 8 Dosen und 8 Deckel, ist ja Wahnsinn. Das ist echt cool. 8 Dosen, 8 Deckel, alle Größen dabei. Ideal natürlich, wir nehmen ja oft mal Essen hier mit zur Arbeit. Guck mal, die süße Muschel. Och, die ist ja süß, die Dose. Und ist innen noch gummiert, das heißt, die hält auch richtig dicht und leiert nicht aus. Das finde ich ja immer so schrecklich bei diesen Dosen. Am Anfang, wenn du sie kaufst, sind sie immer sehr dicht und dann nach einer Zeit leiern sie aus und halten gar nichts mehr. Also alle 8 für 10 Euro. Acht für 10 Euro. Das ist normalerweise nur eine kann schon 6-7 Euro kosten. Ja, ja. Ja? Die großen, das ist richtig dickes Plastik hier. Die ist BPA-frei, ne? Ist auch schön, weil du hast eben, wie gesagt, bei den größeren Dosen hast du auch die Möglichkeit, das in der Mikrowelle zu erwärmen. Sind besonders bruchsicher, wobei bei Ingo bin ich mir da aber nicht so sicher. Also wenn es den Ingo-Test überlebt, dann ist es wirklich robust. Es ist wirklich robust. Und Simon aus Grafling schreibt dazu, für alle Lebensmittel, die einen unangenehmen Geruch haben, dann riecht und schmeckt alles im Kühlschrank danach. Zum Beispiel Lebensmittel mit Knoblauch oder Hundefutter oder roher Parmesan. Hier auch. Ach nee, rohe Pansen. Wie heißt das mit diesem Deckel? Das ist ein Ventil. Das ist, ich versuche das mal hier abzuwerfen. Das ist kein Bowling, aber okay. Oh, Diana, du musst fangen. Sie sehen, wie stabil das ist. Und Kurt aus Rot schreibt dazu, die frische Boxen sind total handlich, tropfsicher und man kann alles darin verstauen. Obst, Gemüse, Reste vom Essen aller Art. Ich würde keine andere mehr nutzen. Hitze und Frost halten sie auch aus und in tollen Größen verfügbar. Top. NX9169 und die 569 ist hier für die Bestellung. Ich finde die auch cool. Ich will die auch unbedingt haben. Unglaublich praktisch, und das, weil die halt auch so stabil sind, weißt du? Ich hasse diese labbrigen Frischhaltedosen. Die hier ist richtig stabil und 8 Stück für 10 Euro. Das ist ein bisschen mehr als 1 Euro für jede Dose. Fantastischer Preis hier für das Set. Und wir machen weiter mit dem nächsten Produkt, weil wir so viel Produkte reinbringen wollen, wie nur geht. Unsere Schnäppchenjagd geht weiter. Sehr elegant. War der Wasser eigentlich vor allem mehr bei mir oder in welche Richtung muss ich den schieben? Bitte schön. Danke. Oh, wow. Ist das ein Entfeuchter? Das ist ein Raumentfeuchter für Räume bis 30 Quadratmeter. Sieht aus wie so ein Lautsprecher, ne? Achtung.
Die haben Ralf und ich erst letzte oder vorletzte Woche vorgestellt. Das ist richtig schön. Ich sehe das zweite Mal, ja. Da haben wir auch festgestellt, das war's für Diana, weil wenn du zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung hast, kann es ja zur Schimmelbildung kommen. Und dieser Luftentfeuchter, der nimmt die Feuchtigkeit auf, ne? Ja, und der nimmt je Beutel bis zu 800 Milliliter Flüssigkeit auf. Das ist eine ganze Menge. Deswegen ist es auch tatsächlich für Räume bis zu 30 Quadratmeter. Sie bekommen zwei von diesen Beuteln dazu. Und die kann man da reinlegen. Die sind ganz einfach zu bedienen. Man legt die einfach da oben rein und dann sind die in dieser schicken Box mit dem Chromrahmen da drumherum. Das sieht richtig schick aus und kann man ganz unauffällig irgendwo hinstellen und nehmen dann eben, das beugt dann eben Schimmel und unangenehmen Gerüchen vor. Ich bin eine Schimmel. Guck mal, ich sammle eben auch ein bisschen Gerüche rein. Und die Beutel legt man einfach da rein. Da liegen sie gerade drin. Ich glaube, die anderen in der Wohnung muss man echt mal anfeuchten. Der hat nur mit dem Kopf. Ich bin schon. Das Tütchen nicht aufmachen. Da ganz ist nämlich das Granulat drin. Nein. Tu das mal schön zurück. Nicht essen. Das macht man dann zu Hause. Das macht man dann zu Hause in Ruhe auf, legt das da rein und dieses Granulat zieht die Feuchtigkeit auf. Ne? Also ich glaube, das ist doch sowas auch, wenn du zum Beispiel Kleidung kaufst oder Handtaschen, da ist manchmal so ein kleiner Granulatbeutel genau. drin. Und ich glaube, sowas ist das auch. Da, auch gut, ja? Mhm. Und das Wasser sammelt sich da oben in den Behälter. Da ist auch eine. Da ist eine kleine Wasserstandsanzeige. Da siehst du dann, wie viel Wasser es schon gezogen hat. Kann ich das in ein Auto nutzen? Na ja. Bestimmt. Hast du ein 30 Quadratmeter Auto? Ja. Wow. Diana fährt Hammer. Daisy me rolling. Das ist echt cool. Sieht fantastisch aus. Einfach sehr, sehr kreativ. Ja, wenn du siehst das, du verstehst gar nichts, was ist das. Ja. Und dann... Ja. Meint man nicht, ne? Dass es ein Luftentfeuchter ist. Argument. ZX6018 ist also auch eine Neuheit dieses Jahr. ZX6018 für unseren Raumentfeuchter mit 2x400 Gramm Granulat. Für Räume, wie gesagt, bis zu 30 Quadratmeter. Das sollten Sie tun, weil es beugt Schimmel vor. Man kann ja im Moment nicht so viel lüften, wie man will, weil es so kalt ist draußen. Dieser hier nimmt so die Feuchtigkeit raus, es kommt zu keiner Schimmelbildung. Ich hatte mal eine Fußbodenheizung und da waren immer die Fenster waren unten feucht und die Wände waren richtig feucht. Auch zu hohe Luftfeuchtigkeit. Auch zu hohe Luftfeuchtigkeit, ganz kann genau. Ich? Ja klar, wenn die Wärme von unten kommt, dann bildet sich Kondenswasser. Wir schauen mal, was als nächstes kommt. Oh. Was ist das? Oh, wow. Oh, ist das schön. Weißt du, was das ist? Ist es eine Thermoskanne oder eine Lampe? Nein, du musst so machen, du bist Champion. Nein, das ist eine Edelstahl-LED-Tischleuchte. Hinstellen, Licht anmachen. Jetzt, Mitch, Korn und Nuss. Genau. Oh. Das ist richtig edel. Ich habe sowas Schickes noch nie gesehen. Ist die neu bei uns im Sortiment? Das guck ist mal, eine richtig schöne, wie eine kleine... Ich habe die auch noch nie gesehen. Für den Nachttischschrank, das ist super hübsch. Ich hätte es auch niemals gedacht, dass es eine Leuchte ist. Die ist komplett aus Edelstahl gefertigt und sieht wirklich gigantisch aus. Also ganz, ganz hübsch gemacht. Du hast vor allem keine Kabel, die du irgendwo verlegen musst, sondern das Ganze ist hier im Batteriebetrieb. Also drei Batterien kommen da hinein oder Akkus. Schön. Und da haben auch ganz viele Kundenstimmen dazu. Der Gil aus Bottrop schreibt, stylische Lampe nicht nur auf dem Campingtisch. Wenn sie etwas erhöht steht, wird der ganze Tisch ausgeleuchtet. Oh ja. Und Anton aus Eidensheim schreibt, traumhaft schön, auch als Nachttischleuchte geeignet. Das ist auch schön. Also die sieht richtig schick aus. Die ist ja wie verchromt, kann man sich drin spiegeln und wirft wirklich ganz tolles Licht überall hin. Ja, hier. Du hast recht. Moment, edles Design in spiegelnder Chromoptik. Ja. Diana, hättest du Verwendung für sowas? Na, aber ich bin begeistert einfach. Das ist super, zum Beispiel für Wohnzimmer oder auch, das kann draußen sein, ja. Mhm. Das ist auch sehr, sehr originell. Ich finde, das ist auch eine schöne Arbeitsleuchte so zum Buchlesen oder so, weil die ist ja, das ist ja kaltweiß, ne? Das ist ja auch gesünder fürs Auge und das ist jetzt auch ein schönes, helles Licht, wenn du noch mal abends was lesen möchtest. Ja, und weil du keine Kabel hast, kannst du die einfach überall hin mitnehmen. Wir haben auch so eine Lampe mit Batterie. Das ist so praktisch, eine Lampe zu haben, die kein Kabel hat. Dann kannst du nämlich mal eben auf dem Sofa, wenn du noch irgendwas lesen willst, nimmst du einfach die Lampe mit oder ich lese gerne in der Badewanne auch. Und wenn es dann dunkel ist, dann spendet so eine Lampe natürlich ideal Licht. Und die ist super schick mit dieser Chromoptik, die sieht richtig elegant aus. Die kann man auch einfach so auf den Tisch stellen mal. Das stimmt.
Die Bestellnummer ist die NC6421 und die 569. Auch hier dürfen Sie gerne bis zu 5-mal zugreifen. Vielleicht eben auch für den Partner, für die Partnerin als Nachttischlampe. Ne? Also das ist auch, wie gesagt, ich kenne das noch gar nicht und das ist auch sowas, das hatte ich hier. Das ist ein richtig schönes Design-Highlight. Nee, ganz, ganz elegante Lampe hier. Natürlich auch am Computer, guck mal da am Laptop, dann siehst du nämlich die Tastatur vernünftig. Und die sieht eben schick aus. Das ist ein Blickfang, so eine Lampe, ne? Sehr hübsch, ja. Sehr, also, wie gesagt, man hätte ja gar nicht vermutet, dass es eine Lampe ist. Ja. Wir haben zuerst gedacht, es wäre ein Pokal. Oder eine Thermoskanne. Ne? Ich liebe unseren Buzzer. Man drückt drauf und kriegt Geschenke. Und Diana bringt sie ein. Zu Hause? Oh, das ist auch cool. Guck mal. Wie heiß ist der Fußboden? Oder wie kalt? Wie heiß bist du? Nein, der Fußboden. Das ist nicht für Menschen, das ist wirklich nur für Oberflächen. Aha. Das ist nämlich ein Infrarot-Oberflächenthermometer. 21,1 Boden. Ist zum Beispiel, glaube ich, auch wichtig, wenn du einen Kamin hast und Holz hast, um zu schauen, ist es noch nass oder diesen, ne? Sessel. Ein Kamin, ich denke auch hier für Babyessen geht das auch. Ach so. Dass du irgendwas kochen kannst. Oder so Badewannenwasser, ne? Badewannenwasser, ja, das muss ja genau die richtige... Zum Beispiel für meine Schwester jetzt, ja, sie braucht etwas. Deine Schwester, weil cool. Die gerade ein Kind gekriegt hat. Ja, aber wie gesagt, das ist rein für Oberflächen. Aber was könnte man das noch nehmen? Vielleicht für Baustoffe, Rohstoffe? Ach, du kannst, guck mal hier, du kannst, prüfen Sie Temperatur von Klimasystemen oder erkennen Sie, welche Wände von Schimmelbefall bedroht sind. Siehst du, Feuchtigkeit, sag ich doch. Ja, ja, das ist ja super. Und wie lang kann das sein? Das ist, muss ich guck gerade. Bis? Zielbereich über einen Meter Distanz. Und das auf 1,5 Grad genau. Ja, das ist doch super. Und zuschaltbarer Laserpointer für zielgenaues Messen hat er auch noch mit drin. Und misst von bis 380 Grad. Also richtig heiß. Das ist auch interessant, wann ist ein Herd wieder runtergekühlt. Aber auch eben hier diese Temperaturunterschiede in Wänden. Das ist nicht zu unterschätzen, dass wenn es da große Temperaturunterschiede sind, kann man da tatsächlich sich vor Schimmelbefall schützen. Und hier auch Timo aus Obersulm meinte, durch gezielte Messung der Temperatur an einzelnen Heizungsrohren war es mir möglich nachzuweisen, dass wir im Winter über die Wärmekollektoren die Umwelt mitheizen. Durch Behebung des Fehlers hat sich das Messgerät rasch amortisiert. Ja, wenn man so schlecht isolierte Rohre irgendwo langlaufen hat. Oh, hatte ich auch mal lange Zeit in Berlin, ja. Das kostet ein Schweinegeld, gerade jetzt mit den Heizkosten. Das wird ja immer teurer. Rohöl hat sich, also der Ölpreis zum Heizöl hat sich um 75% seit letztem Jahr. Irre, oder? Ist irre, aber ne? Das ist Wahnsinn. Das ist ein seriöses Gerät. Ja, das kann nicht 10 Euro. Aber das kosten. Stimmt. Da kannst du auch mal schön schauen, sind dann alle Fenster dicht oder zieht das da vielleicht kalt rein? Mhm. Ja, das merkt man ja jetzt vermehrt an den Heizen. Also, wenn man heizt, man merkt auch, Mensch, der Raum wird gar nicht richtig heiß oder warm. Ja. Heiß wird er sowieso nicht, aber warm. Und auch mal vielleicht so Türen, ob man da merkt, ob die schön dicht sind. Also ja. Das kann man sehr, sehr vielseitig einsetzen. Ich finde das toll. Das gehört, glaube ich, in jede Werkzeugkiste sowas. Gerade für 10 Euro kann man wirklich nichts falsch machen hier. Nee, macht mal alles richtig. Ne? Die Bestellnummer ist die NX8111569. NX8111569 für das Infrarotthermometer mit Laserpointer bis zu 300, von minus 50 bis 380 Grad. Das ist dann schon richtig her. Wenn Ihre Wand 380 Grad ist, haben Sie ein Problem, glaube ich. Rufen Sie jetzt an und bestellen Sie sich Ihre Highlights aus der 10-Euro-Überraschungsshow unter das der kostenfreien Hotline. Ja. Genau, das war's schon. 0800 51 54 oder auch gerne online unter www.spur.tv. Wir wünschen jetzt viel Spaß.